Ja, hier ist die Eva und ich wollte euch jetzt einfach ein bisschen drüber berichten, wie ja die Idee kam für dieses Buch über die Liebe. Die Idee war schon immer in mir, da das einfach ein Grundthema ist und ich natürlich mit viel, viel Herausforderungen an die Liebe herangegangen bin und auch natürlich, wie wir alle mit ganz viel schon Paket im Rücken durch all die vielen Leben, die wir ja auf der Erde waren und wo wir immer wieder auch die Liebe in der Trennung erfahren haben und ja, da sehr, sehr eine Schwere in uns auch tragen, wo wir einfach in dieser Art von Leichtigkeit und Freude oft nicht mehr in die Liebe gekommen sind. Und so sind wir in dieses Leben auch wieder gekommen und haben ja schnell auch wieder Erfahrung damit gemacht. Das erste war ja, dass wir vollkommen anfangs in diesem Leben ja erstmal schon offen waren wieder, dass wir geliebt werden, dass diese Liebe da ist, dass einfach unsere Eltern uns in dieser Geborgenheit halten, uns den Raum geben. Und es war ja sehr schnell für die meisten von uns wieder ganz anders. Das heißt, dass wir sehr bald wieder das Gefühl hatten, ja, hier ist es, ja, hier schauen einen die Menschen nicht mehr mit Liebe an. Da ist in den Augen ist Schmerz, ist Verletzung, ist Abwesenheit, sie sind nicht da. Und in dem Moment haben wir uns wieder erinnert an all die vielen, vielen Leben, wo wir immer wieder erfahren haben, dass hier auf der Erde im Miteinander, mit dem Du, ja, die Menschen nicht wirklich ein offenes Herz haben, dass wir nicht gesehen sind, dass wir nicht erkannt sind, dass wir um Liebe kämpfen müssen, sie verdienen müssen, dass wir sie immer wieder verlieren in uns, dass wir unser Herz verschließen. Ja, und es war dieses, was mich sehr früh schon gerufen hat, weil ich war als Kind sehr offen. Ich hatte hohe Antennen und war einfach für die Liebe bereit hier auf der Erde. Ich war bereit, ja, die Menschen zusammenzuführen, sie zu umarmen. Ich hatte auch schon liebevolle Eltern, aber bald habe ich gemerkt, als ich dann in der Schule war, als ich dann Freunde hatte und vor allem in der Pubertät, dass dieses "Ich umarme dich, ich liebe dich" ja von anderen anders aufgefasst wurde. Dass ja, ich habe Erfahrungen gemacht, einfach von Verrat, von weggestoßen werden. Und nach habe ich gespürt, wie ich das immer mehr zurücknehme und ja nicht mehr im ganzen Ausmaß mich geöffnet habe und wie ich Strategien eingesetzt habe. Wie könnte ich es vermeiden, nicht mehr verletzt zu werden? Also wie könnte ich es vermeiden, verletzt zu werden? Wie könnte ich es vermeiden, dass mir jemand anders wieder die Liebe entzieht? Und so war es für mich ja, lass dich erst gar nicht ganz ein, öffne nicht ganz dein Herz. Und ich glaube, ja, das stehen die meisten von uns, dass das so viele Erfahrungen waren im Miteinander, wo wir vorsichtig geworden sind, immer darauf gewartet haben, ah, jetzt kommt wieder dieses Weggestoßen sein, wieder dieses tiefe, tiefe Gefühl. Ah, ich gehöre hier nicht her. Was tue ich eigentlich hier? Hier gibt es keine Liebe. Nimm mich wieder nach Hause. Genau, und all dieses habe ich dann gesehen in so vielen Augen um mich und in vielen Gesprächen war das eigentlich immer das tiefste Grundgefühl von uns allen hier. Ich sehne mich nach Liebe. Ich sehne mich zutiefst nach angenommen werden, wie ich bin, noch bedingungslos einfach sein dürfen. Ja, und dieser Impuls, andere Menschen dabei zu unterstützen, den hatte ich sehr früh, weil immer wieder war dieses Feld von Liebe auch da, war in mir auch eine ganz starke Verbundenheit.
zum göttlichen Fluss, der ja nur Liebe ist. Und in dem Moment konnte ich ergeben und verströmen und plötzlich war es wieder zu. Wie wenn eine Tür ins Schloss fällt und du versuchst alles, sie zurückzuhalten, ja, die Tür offen zu halten, aber du kannst nichts tun. Es ist einfach wieder zu und du bist in einem ganz anderen Feld, in einem anderen Raum. Du bist misstrauisch, du hast Angst vor Verlust. Diese ganzen Geschichten, die wir kennen. Und dann fängt es an mit den Spielen, mit Manipulieren bleibt doch, mit all dem, wo wir ja, uns auflehnen dagegen, gegen den anderen, wo wir den anderen nimmer sehen als das, was er ist, sondern nur noch, gib mir das Gefühl, was wert zu sein. Wo wir unsere Erwartungen dann einfach auf den anderen ausdehnen. Die Erwartung, die wir ans Leben haben, schau, dass ich glücklich bin. Schau, dass es mir gut geht. Ja, und aus diesem Grund raus war das für mich ja was ganz, ganz Besonderes, dieses Buch jetzt zu schreiben, zusammen mit Christopher da zu forschen. Was liegt denn zugrunde, dass wir uns immer wieder hinausbewegen? Und was kann man tun, damit wir stabil werden darin und uns nicht mehr verlieren, weder in uns selbst noch im anderen, sondern dass wir in unserem Sein mit allem, was uns ausmacht, einfach die Liebe sehen, die Liebe spüren, die Liebe hinter allem wahrnehmen. Denn die Liebe ist das, was Polarität vereint. Die Liebe ist das, was die Welt zusammenhält. Die Liebe ist das, was im Grunde hinter allem, was du tust, hinter allem, ja, was deine Visionen sind, deine Impulse sind, was du auf der Erde umsetzen willst, es ist immer Liebe. Du kommst aus Liebe. Und obwohl dieser Begriff Liebe so kodiert ist, so manipuliert ist und missbraucht ist, ist es dennoch in uns eine ganz tiefe Erinnerung. Wir wissen, was damit gemeint ist. Wenn wir all die Schichten um diesen Begriff, auch um unser Herz, was das Gleiche ist, um unsere ganzen Vorstellungen nach und nach wegtun und uns an das erinnern, wie wir gestartet sind, ja, was wirklich unsere Intention war, hier zu sein und worum es uns hier wirklich geht. Wenn wir da wieder reinfinden, wenn wir das wieder ganz wahrnehmen, dann setzen wir genau das um, was wir am Anbeginn wollten. Dann ist Paradies auf der Erde. Dann können wir unser Herz wieder austauschen, verströmen mit dem anderen. Wir können wieder wahrnehmen, wieder sehen, wieder lieben. Und ja, Christopher und ich haben in diesem Buch und werden in diesem Buch beschreiben, wie diese 12 Grundenergien, die das ganze Leben ausmachen, die unsere ganze ursprüngliche Kraft sind und die in alles hineinwirken, was wir sind, wie wir diese 12 Energien wieder in uns so installieren, dass wir mit ihnen verbunden sind, dass wir diese Kraft wieder zur Verfügung haben. Und so ist unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, der große Zyklus am Anbeginn allen Seins, ebenso wie der Zyklus unseres Lebens, wie auch jeder Tag, trägt die gleiche Urschrift, die gleiche Ursprache von diesen 12 Energien. So ist die Matrix der Erde aufgebaut, so sind wir beschaffen, aber so ist auch, wie unsere Erfahrung sein soll auf der Erde. So ist das ausgedrückt. Und es gibt 12 Grundenergien, die immer mit diesem ersten Impuls beginnen. Das ist bei der Geburt gewesen, diese Kraft bei der Geburt. Ich will hier sein, das ist ich will, die erste Energie. Aber so stehst du auch in der Früh auf. Das ist, ja, dass du überhaupt deine Füße auf den Boden stellst und sagst, ich will aufstehen. Das ist diese erste Energie, Mars-Energie.
Die zweite ist, ja, worum geht's hier? Wie geht's meinem Körper? Wie gehe ich damit um? Dass ich hier bin, will ich das auch hier auf der Erde verwirklichen? Was will ich verwirklichen? Jeder dieser 12 Schritte, jeder dieser 12 Räume hat ganz bestimmte Fragen an dich, die immer und immer gestellt werden. Diese Grundfragen, diese Grundfelder des Lebens sind wie, also die wirken einfach in alles ein, allem, was du begegnest. Und sie wirken genauso in den Beziehungen. Das heißt, du hast immer einen ersten Impuls, mit einem Menschen zu sein. Der zweite Impuls ist, will ich tiefer gehen? Will ich wirklich die Beziehung sicher haben? Die zweite Intention ist, will ich miteinander mich austauschen? Bin ich bereit, da die Wahrheit zu sprechen, mich zu öffnen? Die vierte Energie ist, will ich miteinander wohnen, miteinander leben? Die fünfte Energie ist, will ich zusammen etwas aufbauen, schöpferisch sein? Will ich Kinder oder will ich ein Projekt? Dann die sechste Energie ist, die Ordnung in dem Ganzen ist Heilung, Kraft, ist aber auch, wie lebe ich den Alltag miteinander? Und dann gibt es die siebte Energie, bin ich bereit, meine Beziehung auszudehnen, neue Erfahrungen mit anderen zu machen? Und die achte Energie zeigt ja, bin ich bereit, wirklich, wirklich mich einzulassen für Schattenarbeit, für das, was dahinter ist. Bin ich in der Lage, mich sexuell total tief einzulassen, mich zu öffnen, berührbar zu sein, dabei vielleicht mich aufzulösen. Wenn das steht, kommt der nächste Raum und das ist der Raum von Bewusstseinserweiterung. Bin ich miteinander auf dem Weg, gemeinsam mich auf dieses spirituelle Abenteuer Erde einzulassen, uns auszudehnen, zu reisen, weiterzugehen. Und dann kommt der nächste Raum. Seid ihr miteinander bereit, ja, was aufzubauen, was wirklich Bestand hat und was die Gesellschaft, die Gemeinschaft fördert? Was ist die gemeinsame Aufgabe? Wenn das alles feststeht, dann geht es darum, kann ich mich wieder daraus befreien? Gibt es andere Gemeinschaften? Gibt es Freundeskreise? Gibt es eine Vision, die ich habe für etwas Größeres? Und wenn das alles steht, dann geht es darum, bin ich in der Lage, wirklich auch dann, egal wie nah mir jemand ist, mit mir selbst allein zu sein? Reise ich wieder zu mir zurück. Und bei all den einzelnen Schritten geht es immer darum, hast du dir das wirklich angeschaut, worum es dabei geht? Bist du in der Lage, zum Beispiel im letzten Raum für dein Alleinsein einzustehen? Bist du bereit, auch zu erkennen, dass all das, was das Du ist, ein Teil ist deiner Erfahrung auf der Erde und dass das letztlich immer nur Du bist? Dass niemand im Außen dir irgendetwas geben, zeigen, dich fühlen lassen kann, was nicht Du selbst bist. Also kehrst Du wieder zu dir zurück. Und so haben wir das aufgebaut, dass du erstmal schaust, diese 12 Schritte oder Räume zu durchwandern für dich selbst und dann für die Beziehung mit dem anderen Sein, mit dem Du. Ich und Du, so sind wir auf der Erde gestartet. Wir haben dieses Abenteuer Trennung genauso gewollt, sodass wir vergessen, dass das, was wir selber sind, dem entspricht, was auch der andere uns zeigt. Und ja, und es ist jetzt die Zeit, uns genau daran wieder zu erinnern und vor allem ein neues Feld zu erschaffen. All das, was wir über
die Zeiten einfach festgeschrieben haben, was Beziehungen sind, was Beziehungen sein müssen, damit sie in die Vorstellung passen, die wir davon haben, was ein anderer uns erfüllen muss, damit wir ihn lieben können, dass all das jetzt in diesen Zeiten seit Jahren mehr und mehr bröckelt und einen Raum jetzt schafft, wo wir erkennen, was ist eigentlich das Wesentliche der Liebe? Ja, lieb ich eigentlich? Ist es überhaupt Liebe, wenn ich dich für meine Bedürfnisse benutze? Ist Verlieben Liebe? Ist es Liebe, wenn ich mich aufgebe für den anderen, völlig selber vergesse? Ist es Liebe, wenn ich zu mir zurückkehre? Was ist denn Liebe? Was ist das denn wirklich? Und auf diesem Weg sind wir seit vielen Jahren und es geht wirklich, wirklich immer, immer tiefer. Und die Menschen, die zu uns kommen, die sind absolut ganz tief bereit. Sie sagen, all das, was ich glaubte, was Liebe ausmacht oder was einfach ich für Vorstellungen hatte, es hat mich in den letzten Jahren einfach eines Besseren belehrt. Dass all das Sehnen, das ich hatte, all das, was ich bräuchte, damit es mir gut geht, mit einem anderen, all das hat bei so vielen nicht funktioniert, nicht in der Form funktioniert, wie unsere Vorstellung war. Und das war das allergrößte Geschenk. Das war die allergrößte Gabe aus der geistigen Welt, die gleichbedeutend ist mit unserem Sein. Also was einfach auch einwirkt, was wir uns auch gesetzt haben am Anbeginn der Zeit. Jetzt ist es Zeit, uns genau da rauszubewegen, genau uns wieder zu erinnern, das war das, was wir wollten, nämlich die Trennung aufheben, uns wieder an die Verbundenheit allen Seins zu erinnern, wieder zurückzukehren in unsere Liebe, in dieses Feld, in diesen Raum, der wir wirklich sind. Und damit mit anderen Wesen auf der Erde zu tanzen, zu spielen, uns frei zu lassen, was nicht bedeutet mit frei Liebe, sondern was bedeutet uns überhaupt erst richtig kennenzulernen, einfach offen zu sein, diesen Raum zu haben, ja, ich will wirklich dich in deinem ganzen Weg, dich Seele, kennenlernen, ich will dich lieben lernen, ich möchte einen Schritt weiter gehen in die Liebe mit dir und dich als diese Seele, die du wirklich bist, erfahren, ohne diesen ganzen Wust, den wir alle mittragen, weil du so bist, geht es nicht. Ich kann dich nicht lieben oder annehmen, weil du so bist. Das ist nicht Liebe, ja? Sondern einfach schauen, beobachten, spüren, fühlen. Was ist es denn, was in dir wirkt? Was ist es denn, was Liebe auslöst? Was ist es denn, was du wirklich, wirklich brauchst? Jenseits all dem, was dir die Gesellschaft, deine Eltern erzählt haben. Ja, und so war diese Vision, diese Intention, dieses Buch zu schreiben, sodass wir gemeinsam immer mehr spüren, was ist es denn, warum wir hier sind und was liegt all unseren Verbindungen zugrunde? Was ist eine Zwillingsseele? Was ist dieser ganze Dualseelenprozess? Warum taucht es jetzt so auf? Warum werden wir so herausgefordert? Warum kriegen wir nicht mehr dieses wunderbare, schöne, leichte Miteinander, sondern werden immer wieder auch so herausgefordert, genau das zu hinterfragen, zu schauen, ja, will ich mich ganz dafür hergeben oder will ich immer wieder schauen, was ist es denn in mir,
Genau, und all diese Formen, all dieses Miteinander einfach zu durchschauen, zu sehen und da was Rundes zu erschaffen, was miteinander uns öffnet. Also das war eine ganz große Freude in dem Buch. Genau, okay, ja. Danke euch für euer Sein. Danke, Liebe. Danke, Liebe. Die Liebe in dir. Danke und danke. Thank you.